Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag. Die parlamentarische Sommerpause ist vorbei und wir melden uns zurück mit einer Sonderausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Eine Sonderausgabe deshalb, weil Nick Kraus, unser waldpolitischer Sprecher, heute in Frag Fabian zu Gast ist, um Fragen zum jüngsten Aufreger dieser politischen Woche zu beantworten. Einer Entscheidung des Europaparlaments, Nick, gegen Bayern, gegen den Bayerischen Wald, gegen das Bayerische Holz. Dazu hat mir unter anderem der Roland geschrieben aus Taufkirchen, der schreibt, dass Freie Wähler und CSU mal anderer Meinung sind, kann ja mal vorkommen. Dass aber selbst CSUler sagen, dass CSUler auf dem Holzweg sind, ist selten. Erklär doch mal, was da los ist. Ja, lieber Roland, das war die Aussage der Kollegen unserer Partner hier im Landtag, mit denen wir gemeinsam in Verantwortung stehen für unser Land und seine Menschen, über die Europaparlamentarier der CSU, die bei diesem Unsinn ebenfalls mitgestimmt haben, auf dem Holzweg sind aus unserer Sicht. Aber Nick, aus berufenem Mund, wir nehmen Rolands Frage auf. Worum geht's denn da? Was haben die beschlossen und warum ist es falsch aus bayerischer Sicht? Ja, grüß euch Gott benannt. Servus Fabian. Vielen Dank für die Möglichkeit, aus Sicht der Freien Wähler einiges zurechtzustellen. Und du hast schon gesagt, also die CSU ist auf dem Holzweg. Leider ist im Europaparlament vor kurzem war eine Abstimmung zum Holz. Und Holz, das weiß sogar jedes kleine Kind, das ist der nachwachsende Rohstoff, wo wir haben. Wir haben Gott sei Dank in unserem Bayern viele Wälder. Wir sind ein waldreiches Land. Unsere Wälder sind gesund und produzieren jährlich über 60 Millionen Kubikmeter Holz. Und jetzt kommen da irgendwelche Europaabgeordnete auf die Idee, dass wir das nicht mehr so nutzen dürfen, wie man es seit Generationen, seit Jahrhunderten macht, als Baustoff schon noch, aber nicht mehr als Heizmaterial. Und da sind wir Freien Wähler in der Landtagsfraktion in Bayern natürlich gefordert, dass wir das ein bisschen zurechtstellen und dass wir das dafür sorgen, dass Holz auch weiterhin als nachwachsender regenerativer Stoff eingestuft wird, weil es ist alles dann ein bisschen kompliziert. Es hängen Förderungen drauf, Förderprogramme, was da möglich ist. Und jeder weiß ja, was für schwierige energiepolitische Zeit wir momentan haben mit Gaslieferungen, mit Strom, mit Versorgungssicherheit. Und dann kommt man jetzt noch auf diese Idee, dass man uns Holz auch noch nimmt. Holz liefert Energie, günstige Energie, nachwachsende CO2-neutrale Energie, wenn es verbaut wird. Und auch als Brennstoff ist es für uns unersetzlich. Und ich hoffe wirklich, dass wir da im Bund und in Europa noch was bewegen können, bevor es zu spät ist. Nick, ich sage vielen Dank nicht nur für die Antwort, Roland, auf deine Frage, sondern auch für all den Einsatz für den Bayerischen Wald und für die Agrarpolitik namens unserer Fraktion im Bayerischen Landtag. Es ist wirklich absurd. Ich glaube, Roland, das ist noch einmal klar geworden, mit Blick auf diesen Winter, gerade in dieser Situation da beim Holz die Kappung vorzunehmen. Und es steht vor allen Dingen dem entgegen, Nick, was wir als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU auf den Weg bringen, mit der Holzbauoffensive und vielem anderen mehr. Unser Rohstoff, so wie andere, auf dem Gas sitzen oder auf dem Öl sitzen, ist nun einmal das Holz. Wir sind Waldland in Bayern und das lassen wir uns auch nicht von irgendwelchen Europaparlamentariern kaputtreden. Deshalb sind wir froh, Roland, ich hoffe auch, das ist klar geworden, dass wir uns da einig sind mit unseren CSU-Partnern in München, dass wir aber gemeinsam mit der CSU hier in Bayern schon sehr den Kopf schütteln über das, was Manfred Weber und die Europatruppe der CSU da verbrochen und beschlossen haben. So viel, lieber Roland, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer, postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.